Leute, was geht? Es ist wieder Zeit, sich eure unlustige Kacke zu geben. Wieso habe ich Kopfhörer an, Alter? Ich guck mir Bilder an, ich brauche nichts hören, Junge. Wobei es eigentlich gar nicht so verkehrt ist, weil im UFO sowieso die ganze Zeit irgendwie rumschreit. Ja. Halt den Mund, Thomas. Ich habe mir ein Messer liegen und ich bin gewillt, mir damit in den Finger zu schneiden, wenn du mir zu nahe kommst. Ist das klar? Nö. Piratentanz! Mein Name ist Captain Arschbagge und ich bin der gefürchteste... Oh mein Gott. Ich habe noch nie etwas Garstigeres, Hässlicheres gesehen als das da vorne. Ihr habt gerade diese wunderschönen Greenscreen-Clips gesehen, meine Freunde, vorweg. Und ich würde euch wieder dazu aufrufen unter Hashtag GreenRevi auf Twitter. Markiert Thomas und mich, meine Freunde. Und dann gibt es dazu wieder ein richtig schönes React. Ihr habt bis Sonntag Zeit und, bis Samstag habt ihr Zeit. Ihr habt bis Samstag Zeit, meine Freunde. Und ich freue mich auf jeden Fall auf sämtliche Einsendungen von euch. Es kann auf jeden Fall nur eins werden, und zwar Erdbeerkäse. Heute haben wir wieder ein paar Revi-Memes für euch. Thomas hat sich mal wieder auf Instagram begeben und ist tatsächlich dann fast suizidal geworden, weil er gesagt hat, hör mal, ich habe noch nie so was Schreckliches in meinem Leben durchmachen müssen. Abgesehen von dem Angestellten, Verhältnis, was wir beide pflegen. Kann ich Thomas da vollkommen zustimmen? Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Bild, was ihr erstellt habt, meine Freunde. Und ich glaube, ich bin schon wieder bereit, mir komplett das daneben zu nehmen. Hier geht es direkt schon wieder los. Und zwar, wenn ich und meine BFF jemand anderen stalken. Ja, absolut nicht relatable, weil Nummer 1, Mo und ich sind auf keinen Fall befreundet. Nummer 2, das ist das einzige Bild, was wir zusammen haben. Und Nummer 3, ich habe keine beste Freundin und stalke auch niemanden, weil mich das Leben von anderen Leuten schlichtweg nicht interessiert. Aber ein sehr schönes Bild auf jeden Fall. Die Caption richtig, richtig, richtig schön. Auch der Name Edrevis Glitzersperma. Überhaupt nicht verstörend oder sowas. Ist echt ein tolles Bild und ein toller Name und bin froh, dich in meiner Community zu haben. Jetzt mal Re-Rap, Leute. Warum kommt ihr auf solche Namen wie Revis Arschgeburt, Revis Glitzersperma oder was ist denn mit euch? Habt ihr alle eine sexuelle Störung? Ich weiß ja nicht, aber schönes Bild. Toll. Just Revi schreibt, was ich heute so aus dem Unterricht mitgenommen habe, den Stift von meinem Banknachbarn. Moin, man kennt's, oder? Ich meine, wenn ich ehrlich bin, Leute, den Großteil der Utensilien meines Mäppchens bestand tatsächlich aus Underleuts Sachen. Ich habe sehr viele Steren, Stifte und auch Füllhalter geklaut, bis ich dann eines Tages dafür auch vom Lehrer wirklich richtig Ärger bekommen habe. Auf jeden Fall sehr, sehr relatable. Dieses Posting hier kann ich auf jeden Fall fühlen. Ich weiß nicht, warum meine Pflanzen immer austrocknen. Sebastian, 25 steht auf dem Schlauch. Mann, Alter. Oh, ist das stumpf, Revi-Meme. Warum, Junge? Oh, es tut weh. Es tut weh, Mann. Vor allen Dingen, wenn ich doch Pflanzen drin habe, dann gießt ihr eure Pflanzen drin in einem Schlauch. Ganz kurze Frage hier oben, einmal bitte abstimmen. Ich habe jetzt eine Freundin, deine Mutter zählt nicht, aber deine. Oh, shit, Leute. Paluten da einfach mal ganz easy zerlegt. Viele fragen sich natürlich auch, warum Paluten und ich miteinander nicht mehr zusammen gewohnt haben in der Chaos-WG. Ja, es stimmt. Palutens Mutter und ich hatten keine sexuelle Beziehung und haben sich nie getroffen. Jetzt ist es raus, meine Freunde. Wir waren wirklich sehr, sehr, sehr intim miteinander nicht und haben viele Stunden nicht miteinander verbracht und es war wirklich sehr, sehr, sehr heikel und prekär und Paluten hat dann irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter, dass du nicht mit meiner Mutter schläfst. Deshalb hat er gesagt, ich muss jetzt leider hier ausziehen und dann bin ich dann in die Wohnung von Simon gezogen. Tragische Geschichte auf jeden Fall. Meine Unterhose ist wie meine Freundin. Ich hab nicht mal... Was? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Was ist das denn? Welcher Mensch geht morgens ohne Unterhose aus dem Haus? Ich meine, keine Freunde zu haben, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so schwer. Aber, also, eine Unterhose, die zieht man ja schon eigentlich noch an, weil man sich ja sonst einfach den Sack aufschuppert am Hosenbund. Thomas? Ja. Trägst du eine Unterhose? Was ist das? Super, machen wir direkt weiter. Revi-Meme. Thomas, nochmal riesiges, also wirklich... Riesiges Shoutout für den tollen Screenshot hier an der Stelle, den du richtig gut zugeschnitten hast. Da kann man fast schon sagen, das ist echt scheiße gelaufen, Tom. Ja, werde ich dafür bezahlt oder was? Halt's Maul. Ja, eigentlich schon. Revi-Meme schreibt, I miss the Internet und dann gibt's hier ein Bild von mir, wie ich als Blitzmann auf dem Klo kacke und er sagt, thank you. Leute, ich liebe dieses Meme. Es ist zwar schon ein bisschen outdated, ist nicht mehr aktuell, finde ich aber trotzdem richtig, richtig schön. Ich meine, wer kennt's nicht, Leute? Geht einfach mal hin und druckt euch bitte jetzt einfach Bilder von mir aus und hängt sie überall in eurem Zimmer auf. Nehmt die schönsten Memes, die hässlichsten Bilder, die ihr von mir findet und hängt sie im Zimmer auf. Wir wissen nicht, wann das Internet abgeschaltet wird, meine Freunde. Wir müssen uns jetzt schon darauf vorbereiten, dass ihr meine Fresse wahrscheinlich dann lange Zeit nicht mehr sehen könnt. Also druckt euch so viele Bilder wie möglich nur von mir aus. Ja, Thomas! Dann geht's doch nicht weiter mit dem gleichen Meme. An der Stelle, diesmal zugeschnitten. Cool, dass du die beide in den Ordner reingepackt hast. Hast du eigentlich heute irgendwie... Ja, du meintest ja, ich soll dir 20 Bilder schicken. Du hast einfach... Eins doppelt geschickt, genau. Ich suche dann an der Stelle auch einen neuen Mitarbeiter. Also wenn noch irgendwo jemand Lust hätte, dann kann er sich gerne hier unten... Warum ist hier ein WhatsApp-Screenshot drin? Thomas! Willst du mich verarschen, Alter? Das ist ein WhatsApp-Screenshot von Escation. Thomas! Thomas! Was soll ich darauf reagieren? Haha! Lustiges Meme! Richtig fresh und nice, Alter! Richtig gut, Junge! Wie oft muss ich dieses Scheiß noch runtermachen? Mann, Junge, gib mir doch mal Mühe, Alter! Gut, hier wieder... Thomas! Ist es dein Ernst? Was hast du gemacht?
Junge, Mann, hör auf, mit deinem Gipfel rumzuspielen, Gott sei Dank. Aua, jetzt ist das Ding kaputt gegangen. Also, Just Revi schreibt, ich lerne je, oh, die Wand ist aber schön heute, ich immer. Ja, man kennt's, Leute, lernen auf jeden Fall damals, ich bin von allen Sachen abgelenkt worden, es hat draußen nur, wie gesagt, ein hupendes Auto gebraucht und ich bin rausgegangen, habe das hupende Auto dann 2 Stunden lang gesucht. Ja, ADS lässt grüßen an der Stelle, nächstes Meme. Bitte, Mom, kauf mir Revi-Merch, auch wieder toll zugeschnitten, mit einem Kater von Shrek. Ja, ganz kurz, Leute, Shrek-Memes sind wirklich der Holy Grail an Memes, ja? Und wenn die so schlecht platziert werden wie hier, dann habe ich damit echt ein Problem, ja? Klar, eure Eltern sollen euch Revi-Merch kaufen, ganz, ganz wichtig, meine Freunde. Neue Merch ist auch nicht mal weit entfernt, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Aber das, ja, das gefällt mir nicht, tut mir leid. Vor dem Unfall, nach dem Unfall. Ja, man kennt's, meine Freunde. Vor dem Unfall auf jeden Fall richtig, richtig krasser Bodybuilder gewesen mit richtig heftigen Muskeln. Danach tatsächlich immer noch krasser Bodybuilder mit heftigen Muskeln gewesen, dafür aber mit einem richtig hässlichen Gesicht. Ich würde aber jetzt fast schon sagen, meine Freunde, dass das hier oben auf jeden Fall deutlich beschissen ist als das hier unten. Also ich würde fast schon sagen, dass das hier unten auf jeden Fall, ja, einem Hurensohn gleich kommt und mir auf jeden Fall kein Bodybuilder in diesem Land das Wasser reichen kann. Außer er ist Kellner in einem Restaurant. Kleiner Witz an der Stelle. Sorry, dass ich das Dickpick geschickt habe. Ach, keine große Sache. Thomas! Ja. Ich habe dir nie ein Bild von meinem Penis geschickt. Nur, dass wir das jetzt schon mal hier klarstellen. Das stimmt nicht, okay? Okay. Frauen versus Männer. Hände, Gesicht, Haare, Körper. Mit welcher Seite habe ich mir den Arsch abgewischt? Ist hier einfach true, meine Freunde. Ich habe ein Handtuch zu Hause und das ist so groß. Das ist ein Taschentuch, Alter. Das ist ein feuchtes Klopapier, ist das. Und damit wische ich mir komplett seit 13 Jahren den Körper ab. Und hat es irgendwas geschadet? Ja, wahrscheinlich bin ich deshalb so blöd, wie ich bin. Aber sonst ist es echt super. Keine Ahnung. Also ein Handtuch für Haare und Körper kann ich verstehen. Für Gesicht und Hände. Also ist hier das Gleiche, oder? Mama, wieso sterben unsere Familien plötzlich? Mama? Mama! Ja, Revis Leser, krank lustig. Da auf jeden Fall jetzt hier den Witz von Der kommt flach einfach übernommen. Aber ich musste sagen, ich musste schmunzeln. Ja, vor allen Dingen, weil hier auch die Bilder wieder sehr passend gewählt sind. Ich meine, wer würde nicht so gucken, wenn man gerade vielleicht denkt, dass die Mutter verstorben ist? Das ist doch genau der Gesichtsausdruck, den alle machen würden. Oder nicht? Wir nehmen einen deutschen Astronauten, einen Allmann. Oh Mann, Alter. Kannst du vielleicht aufhören, einfach sämtliche Jokes von mir von Twitter und Deck auf flach zu klauen? Das wäre echt super, dankeschön. Thomas ist geiler als Revi. Revi. Du bist nicht geiler als ich. An der Stelle dann nochmal ein riesiges Dankeschön an Thomas. Ich habe heute ein Buch so gelöst, so löst du 50% deiner Probleme gesehen. Sebastian Fuchs hat sich gleich 2 gekauft. Leute, wenn ich dieses Buch aufschlage, ist in dem Buch einfach nur ein Spiegel. Denn das größte Problem bin ich nämlich in meinem Leben tatsächlich selber. Ja? Mehr wird da nicht drin sein. Also an der Stelle auf jeden Fall, schaut oder nicht. Und meine lustige, selbstironische Art. Westside, was geht? In dem Tempo werden sie ja nie fertig, nur die Ruhe. Wir haben einen Plan. Ich mache das jetzt lieber alles selbst. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Was? Was? Ja, man kennt's, Leute. Ich als Bauarbeiter, wenn derjenige sagt, ich mach's dann selber. Genau das ist das Ding. Jovi-Memes auf jeden Fall. Respekt. Es gibt sogar eine extra Jovi-Meme-Page schon. Damn, vielleicht sollten wir mal eine kleine Jovi-Meme-React machen, oder? Daumen hoch da lassen, wenn ihr das sehen wollt. Alter, du hast dir deinen Hund gerade Red Bull gegeben. Ja, das ist ein Wachhund. Oh. Schmerzhaft! Mann! Ja, ich sag dazu einfach gar nichts, mach einfach weiter. Hau alles Revinzer. Ihr Wichser! Ihr Wichser! 25. How long does trash live? 1000 years. Warum lebt Müll 1000 Jahre? Ich bin kein Müll. Aber ich meine, wenn ich 1000 Jahre lebe, dann wäre das schon geil. Nochmal ein riesiges Shoutout an den Fotografen, der dieses lasziv reinschauende Bild von mir gemacht hat, wo tatsächlich Hosen im Umkreis von 60 Kilometern feucht werden. Shoutout dafür. Vorhin klingelten Leute bei mir und fragten mich nach einer Spende für ein Schwimmbad. Ich habe ihnen einen Eimer Wasser gegeben, meine Hilfe machen kann. Passiert ja auch alltäglich eigentlich, dass jemand bei einem klingeln kommt und nach einer Spende für ein Schwimmbad fragt. Ich meine, das sind ja genau die Dinge, die Leute eigentlich brauchen. Mein Nachbar kam letztens auch zu mir und hat mich nach einem Porsche Boxster GT-Spende gefragt. Und dann habe ich ihm dann einfach einen Eimer Benzin gegeben, weil man macht ja, was man kann, oder? Ja, und damit sind wir zum Glück wieder am Ende angekommen. Wir sind auf jeden Fall über 10 Minuten. Thomas wird das Ding wahrscheinlich auf 14 Minuten irgendwie strecken können. Ich hoffe, es hat euch genauso wenig Spaß gemacht wie mir. Perfekt, das freut mich super. Ich bin, by the way, gerade noch live, meine Freunde. Also wenn ihr einschalten wollt, dann lasst es auf jeden Fall bleiben und schaut definitiv nicht in die Videobeschreibung oder klickt nicht auf diesen Link hier oben, um zu meinem Twitch-Stream zu gelangen. Das war's von diesem wunderschönen Stream. Ich lasse euch auf jeden Fall allen einen wunderschönen Gruß nach Hause da. Macht eure Hausaufgaben, fangt nicht an zu rauchen, trinkt keinen Alkohol und ich küsse eure Augen rechts, links, oben, unten, links, rechts, unten, oben, rechts, links, oben, oben, rechts. Versuche jetzt gerade das Video nur noch ein bisschen zu strecken, wie ihr vielleicht merkt, aber das ist eigentlich total irrelevant. Ich hoffe, euch hat es eine Menge Spaß gemacht. Ein Abo ist kostenlos, ihr wisst Bescheid, drückt es mir auf jeden Fall rein und in diesem Sinne macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.